Hallo zusammen, ich habe hier zwei identische Kühlschränke, nicht ganz, da komme ich dazu. Wir haben den 66N, das ist ein einfacher Kühlschrank mit einem einfachen Eisfach. Standard rechts gebandet, optional kann man den selber umwandeln oder so bei uns bestellen. Und dann haben wir den WR85. Auch mit dem Eisfach oben und unten noch zwei Auszüge, aber die Geräte sind gleich breit. Dieser Schrank hier ist ein bisschen höher, das sehen wir hier vom Unterschied her, aber wir könnten unten die Füße, die sind relativ hoch, die könnte man noch kürzen und ein bisschen in der Höhe runter bescheißen. Hier kann ich das Dekor wechseln, ich nehme die Türe weg, löse hier drei Schrauben, kann das ganze Dekor rausnehmen und dann kann ich eine andere Furnierplatte oder ein Spiegelblech oder irgendwas einschieben. Bei dem Schrank hier ist es nicht möglich, dieser Schrank bleibt so, hier können wir kein Dekor wechseln. Zweitens, ich habe hier eine Türverriegelung verriegelt und hier habe ich auch eine Türverriegelung, die verriegelt auch, aber bei dieser Türverriegelung habe ich hier einen Riegel drin, den kann ich rüberschieben und dann verriegelt die Tür mit einem Zentimeter Abstand, so bleibt der Schrank offen, wenn wir ihn nicht brauchen. Hier muss ich irgendwas davor stellen, dazwischen klemmen, dass der Kühlschrank nicht anfängt zu stinken. Weil das so ein Schrank, der nicht in Betrieb ist und ihr habt irgendwo ein bisschen Bakterien drin, was normal ist, dann ist das ein schöner Brutschrank, wenn er zu ist. Mit dem hier diese Lüfterstellung wieder zurück und ja, von der Seite her oder von hinten her diese zwei Schränke. Wir sehen es von der Technik her, hier sitzt der Kompressor unten drin, braucht hier Platz, aus diesem Grund haben wir innen so einen Absatz gesehen und hier sitzt der Kompressor hinten oben, was technisch nicht so eine Riesenrolle spielt, wir haben hier einfach ein bisschen mehr Platz im Tiefkühlfach, aber dieser Schrank ist auch ein Stück tiefer. Und durch das haben wir mehr Inhalt in diesem WR85 wie hier im 66. Vom Kompressor drin, wir haben beiden Orten den BD35F drin. Das ist der meistverbaute, beste Kompressor auf dem Weltmarkt. Hier haben wir das Kältemittel R134A drin. Hier ein 100%iges Drop-In. Das Y, das R1234YF, was die identischen Leistungen hat, aber der GWP hier liegt weit unter 150, müssen mich nicht belangen, und hier liegen wir auf 1400 und dieses Gas ist an sich nach F-Gasverordnung nicht mehr zulässig. Aber es gibt so viele Ausnahmen und diese Geräte hier, auch dieses, fällt unter diese Zulassung, weil es ein mobiles Gerät ist in Fahrzeugen drin. Also das Fahrzeug, das Boot ist da mobil und somit haben wir auch noch keine Beschränkung. Sie reden jedes Jahr drüber, aber wir haben jetzt Bescheid gekriegt vom Landratsamt, Marktüberwachung, bla bla. Das verlinke ich euch am Schluss. Dass wir immer noch R134A einsetzen können, weder das neue Kältemittel hier drüben. Was wir bei diesem Schrank haben, wir haben die Version N, wie hier ausgestellt, und wir haben noch ein F, das ist der gleiche Schrank, aber ohne Eisfach. Da frage ich immer, braucht ihr ein Eisfach oder braucht ihr keins, dann lieber den F bestellen. Bei diesem Schrank hier besteht die Möglichkeit, dass ich das Tabla hier unten die Schrauben lösen und rausziehe. Aber ich empfehle es euch nicht, weil das Element läuft hier oben. Da gibt es Kondenswasser, da gibt es Eis.
Es gibt dann Tropfen und diese Tropfen tropfen dann auf die Waage runter. Also nicht ganz ideal. Aber man könnte da mehr Platz schaffen, wie hier, wenn man es direkt bestellt. Vom Stromverbrauch her sind die Geräte geschätzt identisch. Ich kann es euch nicht sagen, weil dieses Gerät haben wir Strommessungen. Hier haben wir noch keine, weil unser Testraum besetzt ist und wir eigentlich dann in der Serie ein Gerät testen. Aus diesem Grund sind diesem Flyer hier oder Katalog die Energieverbräuche noch nicht drin. Den verlinke ich euch unten drin. Und bei diesen, das ist noch der Katalog 2022 von diesem Schrank, die sind noch nicht zusammen, weil wir den neu haben. Hier sind die Energieverbräuche drin, das verlinke ich euch auch unten drin. Wir sehen also das gleiche Gerät, die gleiche Maße, hier ein bisschen mehr Volumen, okay. Aber der Preisunterschied ist 120 Franken, sage ich mal so ganz frech. Wo liegt der Preisunterschied? Das ist ganz einfach. Dieser Schrank kommt ab Werk Italien und dieser wird in China gefertigt. Punkt. Technisch sind sie identisch. Ein Einbauschrank absolut vergleichbar, eben so kleine Details. Ihr könnt auch bei uns vorbeischauen in unserem Laden. Wir haben nur 12 Volt Geräte. Gut, ein paar 24 Volt haben wir auch noch. Der ganze Laden besteht nur aus 12 Volt Geräten. Wir machen nichts anderes als 12, 24 Volt Kühlgeräte. Auch Solarkühlgeräte, die laufen dann über Solarzellen und so weiter. Wir haben uns spezialisiert nur auf Kühlgeräte. Klar, mal ein Tiefkühlgerät, aber ist alles identisch. Da könnt ihr die Geräte eigentlich anfassen, reinschauen, reingucken und das Gerät in der Regel dann gerade mitnehmen. Von der Lieferfähigkeit her, hier sind wir ab Lagerlieferbar überhaupt kein Problem. Diese Geräte sind unterwegs von China hierher. Wir haben auch den Katalog lieferbar ab 2023. Wenn es klappt, kriegen wir diese noch dieses Jahr, aber ich denke, es wird wahrscheinlich Januar, bis diese Schränke dann verfügbar sind. Hier verlinke ich euch das Video von dem R134A. Hier könnt ihr mir ein Abo dalassen, weil ich bringe immer noch mehr solche Vergleiche. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag.